Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Warcraft 3. Beim letzten Mal haben wir hier die erste Ork-Mission erledigt und jetzt machen wir den Langmarsch zwei Tage später auf den öden Ebenen des Brachlandes. Dieses Land ist wild und wunderschön. Fast wie die Gegend, aus der mein Volk ursprünglich stammt. Ja, wir Tauren hatten immer großen Respekt vor den Werken von Mutter Erde. Es gibt schlimmere Schicksale, als frei in den Ebenen zu leben, junger Kriegshäuptling. Vielleicht. Aber mein Volk verdient ein eigenes Land, Cairn. Kriegshäuptling, eine Herde Marodeure stürmt auf uns zu. Cairn, die Kodos sind überlastet und müssen ausruhen. Warum bleibt ihr nicht hier, die Karawane zu schützen, während wir eine geeignete Oase suchen? Ha, mich müsst ihr nicht bemuttern, Junge. Ich bin vielleicht alt, aber nicht hilflos. Okay. Die Karawane zur ersten Oase führen. Dann zur zweiten, dann zur dritten. So, euch darf ich nicht steuern, ne? Nee. Hallo, ist das eine oh, das ist eine Escort-Mission. Jeder hasst Escort-Missionen. Für die Ehre. Aber ich hoffe, er kann auf sich selbst aufpassen. Die Geister sind ruhelos. Wir laufen mal ein Stück vor, Leute, ne? Ja. Für die Ehre. Verteidigungsstellung einnehmen. Lokta Ogar. Niemand stellt sich uns entgegen. Ich kann nicht so klug immer als Erster anzugreifen. Ja, also weiter. Kann man eigentlich Pfeilen ausweichen? Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! Oh, wir werden von hinten angegriffen. Ja, von hinten macht ihr. Für Doomhammer! Sie sollen die Tau nicht unvorbereitet finden! Ja. Okay. 2, 1. Ja. Sollen wir die jetzt angreifen oder nicht? Ja, komm. Niemand wird überleben. Dabu. So. Nee, ich bin schon gegangen. Lognarasch! Die Zentauren sind zurückgekehrt. Wir werden angegriffen. Ja. Komm ja schon. Für die Ehre. Dabu. Ich muss nur eben ein paar XP sammeln. Können wir jetzt ein bisschen weiterlaufen? Ja, da. Für die Ehre. Ja, da. Ich wäre jetzt gerne ein Stück weitergelaufen, Leute. Ist das vielleicht möglich? Nicht? Dabu. Und wo denn? Nur hier vorne doch. Ja, da kommt wieder so was, was ich vorbeisneaken will. Oh, Level up. Für die Ehre. Die Marodeure greifen wieder an. Steht auf und kämpft, meine Brüder. Für die Ehre. Muss mal eben hier so ein bisschen Heilung werfen. Wartet ihr auf mich? Ja. Schade. Ich weiß nicht so ganz, ob wir jetzt nach links sollen. Hier ist schon mal so ein Lager vermutlich, ne? Sollen wir das ignorieren oder sollen wir das angreifen? Wir rennen da mal rein. Und wenn ich merke, das ist keine gute Idee, dann lade ich diesen Speicherpunkt mal nochmal. So. Für die Ehre. Ich glaube, das ist durchaus machbar hier. Frage ist, ob wir davon profitieren. Also Geld bekommen wir, aber das hilft mir halt gar nicht. Ich bin der
Also wir können nichts bauen. Haltet die Formation! Rolle der Heilung. Beschützt werden. Für die Ehre. Mana-Trank. Dann trinkt doch mal einen Mana-Trank. Okay. Für die Ehre. Können wir weiterlaufen? Das Gefühl, wir sind 5 Minuten nicht weitergekommen. Kodos, ihr schafft das. Rennt mir hinterher. Ich bin hier. Für die Ehre. Die machen die Nachhut, ich mache hier die Vorhut. Oh, Dabu. Wir sind auch so böse Menschen. Ja, für die Ehre. Oh, da kommt ganz schön viel noch von der Seite noch dazu. Das ist ja eklig. Niemand wird überleben. Tja, den konnte ich leider deshalb nicht retten. Es ist blöd, dass wir die jetzt parallel quasi hatten. Das war unnötig. Aber gut, so ist das halt manchmal. Oh, nicht mich angreifen. Bitte. Kann man jetzt Pfeilen ausweichen oder nicht? Weiß es nicht. Komm, nochmal so ein Ding hier. Oh nein, der ist gestorben. Ich wollte ihn noch mitteilen. Schade. Ist das denn die erste Oase? Das ist ein Brunnen der Gesundheit. Wow. Hätte ich vielleicht das mal lassen sollen hier. Naja, ein bisschen Verschwendung hat noch niemanden geschadet. So, meine Armee ist auf jeden Fall nicht mehr die stärkste. Ja, komm. So, setz dich mal ein bisschen in Bewegung. Wir müssen auch mal irgendwann ankommen hier. So. Erster Brunnen. Für die Ehre. Zromka-Krieger. Ihr seid von den Warsong, richtig? Ja, Kriegshäuptling. Hellscream schickte unsere Gruppe aus, euch zu suchen. Aber wir wurden beim Angriff der Pferdemenschen getrennt. Seid unbesorgt. Wir finden sie. Trinkt erst einmal aus dem Teich. Die Geister dieses Ortes werden euch wieder stärken. Dann laufen wir mal rechts rum. Für ist das okay? Ehre. Oder ist das eine Sackgasse? Ist eine Sackgasse. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden. Heilen die sich eigentlich hier auch? Nö. Schade, das wäre gut. Die Geister sind tot. Oh, die leben ja noch. Ich dachte, die wären auch schon tot. So, weiter geht's. Nach rechts oder nach links? Wir gehen mal nach rechts. Ja. Wir sind Murlocs. Für die Ehre. Oh, vielleicht war das nicht die schlauste Idee. Lockregar Nogal. Also weiter. Die Geister sind ruhelos. So. Ganz viel Geld. Das hilft uns halt nicht. Die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! Warum laufen die jetzt nicht mit uns? Alte Statue, Leute. Das Inventar ist voll. Ja, dann trink nochmal einen Mana-Trank. Erhöht die Intelligenz eines Helden. Muss der intelligent sein? Ich weiß es nicht. Also weiter. Hallo, Kodos. Hier bin ich. Kommt doch mal. Für die Ehre. Dabu. Hallo. Ork 2, 3. Lauft jetzt mal hier. Hallo. Hallo. Für die Ehre.
Sache. Hallo? Warum läuft er nicht? Wir laufen. Wir laufen dann schon mal vor, ne? Okay. Haltet die Formation. Oh. Die Kodos müssen beschützt werden. Wir nicht weiter deshalb. Ah, sie kommen. Das ist doch schon mal was. Hier sind Kisten. Warum hat er jetzt M gesagt? Ach, das macht er immer mal. Okay. Eine Mana-Rolle. Ist bestimmt besser als. Ist eine Mana-Rolle besser als ein Mana-Trank? 150. Ja. Für die Ehre. 100. Dann ist es ja schlechter. Aber das macht es bei allen. Aber wir haben ja aktuell nur einen. Weiter, ich bin auf dem Weg. Könnt hier weiterlaufen. Hier bin ich. Hallo. Nehmen an, ich muss immer auf diesem Weg bleiben, mit zumindest einer Einheit, oder? Damit die weiterlaufen. Ja, hallo. Wir bleiben hier mal stehen, damit ihr nachkommt. Escort-Mission. Ja. Weiter. Für die Ehre, Dabu. Mich überrascht, dass das die nächste Quelle sein soll, dass da nicht noch einer auf dem Weg liegt. Für die Ehre. Haltet die Formation. So, der ist jetzt leider gleich tot. Traurig. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Oh. Schieß! Okay, wir brauchen mal so ein paar Schattenwölfe. Wir machen hier, wir bekommen hier ganz schön viel Schaden. So richtig gefällt mir das hier nicht. Das Problem sehe ich auch gerade, Sral. Niemand wird überleben. So, wir gehen jetzt trotzdem mal auf die Donnerechsen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber wenn der uns hier hilft, dann geht das auf jeden Fall. Aber er will uns gerade nicht helfen. Ich hoffe, ich lastete ihn. Clown des Angriffs. Die Kodos müssen beschützt werden. Warum greifen die denn jetzt alle den an? Nein! Niemand wird überleben. Leute, hier unten spielt die Musik. Für die Ehre. Ja. Eure Zeit ist gekommen. Tja, da müssen wir nochmal neu laden, ne? Das war jetzt unglücklich. Ah, hier waren wir noch ganz. Also weiter. Okay, ich muss öfter laden. Speichern. Ja. Ja, eure Zeit ist gekommen. So. Die Geister. So, das mal ignorieren, nochmal die Rolle, die da ist. Wir wollen ja eh mal einen Trank behalten. Dabu. Ja. Dabu. So. Für die Ehre. Ja. Sammelt euch doch jetzt mal ein bisschen. Für die Ehre. Lockner rasch, was ihr wollt. So. Lockner. Was ihr wollt. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! Gut, ihr macht das schon! Diesmal! Ich bin der Kriegsmann. Heilen nochmal eben hier durch. Niemand wird überleben! Zuck, zuck!
So. Jetzt warten wir mal hier, damit die gerade nicht eingreifen. Wir warten jetzt erstmal den Fight hier ab. Ich würde gerne eigentlich nochmal heilen. Komm. Ork 2-4. So. Jetzt warten wir mal eben, bis der nächste Angriff an sich kommt. Dann gehen wir auf die hier, weil die hier sind ja eigentlich freundlich, bis wir sie angreifen. Und das heißt, die machen wir als allerletztes. Hältst du eigentlich auch Mana dabei? Nee. So, jetzt kommen wir hier von hinten. Schon mal gut, wenn die schon mal weg sind. So, wir greifen währenddessen vorne an, die Welle, die da kommt. Hoffentlich ohne die, die da sind. Wobei, die greifen wahrscheinlich jetzt mit ein, aber das wäre dann okay. Das war klar, weil der Cast zu nah dran war. Aber wie gesagt, das war okay. Komplett ideal gewesen, aber besser als wenn die Kodos zu viel Schaden nehmen. So, und dann speichern wir jetzt nochmal und dann gehen wir jetzt mal auf die Echsen. Vorher trinken wir dann noch einen Mana-Trank, damit wir die Echsen ein bisschen schneller verkloppen können. Vielleicht gehen wir dann auch gleich nochmal kurz zurück und holen uns die Schriftrolle. Ja. Für Doomhammer. So. Oh shit. Das hätte ich gar nicht gewusst. So. Ah, diesmal waren die auch noch da. Das ist doch gut, dass die da geblieben waren. Clown des Angriffs. Noch relativ lange. Warum stehst du dann nur rum? Was macht ihr denn hier? Warum kommt jetzt unser Held eigentlich nicht mit dazu? Also nicht unser Held, sondern der verbündete Held. Hallo! Ich stehe hier auch nur rum. Was ist das denn hier? Warum bleibt ihr da jetzt so blöd stehen? Okay. Dann werden wir jetzt erst nochmal den nächsten Push hier abwarten. Und zwar mache ich den von hinten und die bleiben vorne. Wir können ja auch schon mal die Mana-Rolle nochmal holen. So. Genau, wir machen den hier vorne. Die Kodos müssen beschützt werden. Für die Ehre. So, einmal kurz hier die Rolle holen. Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Oh, da waren ja noch welche drin. Das wusste ich gar nicht. Ja. Dann war das gar nicht so schlau. Ja. Weil dadurch verlieren wir die jetzt, ne? Dann sollten wir die Rolle vielleicht gar nicht holen. Also weiter. Sie haben jetzt echt alle verloren, bis auf. Das gefällt mir ja irgendwie gar nicht hier. Warum ist diese Stelle auf einmal so schwierig? Aber die Clown plus 3 muss ich ja auf jeden Fall haben. Also plus 3 Clown, was auch immer mir das hilft, aber ist bestimmt gut. Da kommen ja neue raus. Was kommen denn da ständig neue? Ihr wisst, wir können uns hier ja gar nicht hochfahren. Die Kodos müssen beschützt werden. Dass die auch immer komplett einfach auf die Kodos gehen. Frechheit. Also weiter. Eure Zeit ist gekommen. Für Doomhammer. Ja. Niemand wird überleben.
Das ist aber jetzt eine blöde Stelle hier. Ich bin der Kriegshäuptling. Dabu. Eure Zeit ist gekommen. Die Geister sind ruhelos. Oh, da kommen sie schon wieder. Warum kommen denn ständig da welche von hinten nach? Aber diese Position ist einfach scheiße. Das ist nicht gut so, wie wir es hier machen. Ich bin der Kriegshäuptling. Das heißt, wir stellen jetzt einfach mal die hier vorne. Ja. Hoffen, dass die da unten gestellt werden von den anderen. Also wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen hier eine schönere Position zu holen. Grüße, Kriegshäuptling. Und die zu mir kommt. Weiter. Die Geister sind ruhelos. So. Ich bin der Kriegs. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden. Gut. Wir rennen jetzt auf jeden Fall. Also wir müssen diesen Angriffsring Angriffsklauen haben. Hilft nichts. Frage ist, ob wir hier nochmal was kaufen. Aber wir gehen jetzt tatsächlich erst einmal zurück. Ich bin der Kriegs. Warum bleibt denn jetzt hier Sral zum Beispiel stehen? Sowas verstehe ich immer nicht. Hallo! Komm doch jetzt mal. So weiter. Dabu. Für Doomhammer. Nicht genug Mana. Reiten wir, Blockregal. So. Ich bin der Kriegsmann. Nimm. Vorne. Für die Ehre. Da müssen wir jetzt mal eben gucken, was wir jetzt shoppen. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Jetzt können wir eigentlich gleich shoppen gehen. Was müssen wir dann gucken? Aber Angriff plus 3 ist halt echt was, was ich dringend haben will. Auch wenn ich dadurch dann leider wieder ein paar Verbündete verloren habe. So, speichern. Ork 2, 7. Also weiter. So, was lässt sich hier kaufen? Ich bin der Kriegshäuptling. Heilung. Heilung, Maler. Ah, shit, dann hätte ich die Heilung nicht gekauft. Ich habe die Statue nicht gesehen. Lieber Mana. Kann ich euch helfen? Was macht der denn hier eigentlich für Stress? Dabu. Vielleicht hätte ich den eher noch. Wir werden angegriffen. Für die Ehre. Ja. Du darfst auch mithelfen. Ich finde das blöd, dass die nicht immer nicht mit angreifen, vernünftig. Ja, gut, jetzt kommt von hinten was, also von daher okay, aber. Ja, ich hätte auf jeden Fall hier vorne die Leute beschützen müssen. Okay. Nochmal zu 2-7. Also weiter. Eure Zeit ist gekommen. Lockregal, Nogal. So. Für Doomhammer. Kurz eben kaufen. Ich bin der Kriegshäuptling. Dabu. Für die Ehre. Ja. Niemand wird überleben. Warum greift er nicht mit an? Ja, frech. Eure Zeit ist gekommen. Für Doomhammer. Eure Zeit ist gekommen. Niemand. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Für Doomhammer. Niemand wird los überleben. Lass sie doch. Eure Zeit ist gekommen. Nein, lass doch meine armen Kodos in Ruhe. Ich bin der Kriegshäuptling. Also weiter.
Das Inventar ist voll. Trink den mal. Die Geister sind ruhelos.